Humanissimis visitatoribus. Salutem plurimam ex praeteritis temporibus. Hallo an alle, mein Name ist Gaius Plinius Secundus, aber viele von euch werden mich besser als Plinius der Ältere kennen. Ich wurde im Jahr 23 nach Christus in der 11. Regio Transpadana in der Stadt geboren, die ihr heute Como nennt. Ich lebte in einer faszinierenden und entscheidenden Zeit der römischen Geschichte, während der Herrschaft der Kaiser im Zeitalter der Cäsaren, von Tiberius bis Vespasian. Ich war Schriftsteller, Admiral und Naturforscher. Meine Neugier auf die Welt war unersättlich, und diese Leidenschaft hat mich dazu veranlasst, mein Leben dem Studium und der Dokumentation der natürlichen Welt zu widmen. Mein berühmtestes Werk, die Naturalis Historia, ist eine Enzyklopädie in 37 Bänden, die versucht, das gesamte Wissen meiner Zeit abzudecken. Von der Tier- und Pflanzenwelt über Mineralien, Geographie und sogar Kunst und Skulptur habe ich versucht, alles, was bekannt war, zu katalogisieren und zu beschreiben. Ich war nicht nur ein Mann der Buchstaben, ich diente auch dem Römischen Reich in einer militärischen und administrativen Karriere. Ich begann als Ritter und stieg in die Ränge der römischen Armee auf. Ich war Prokurator in verschiedenen Provinzen, eine Position, die es mir ermöglichte, zu reisen und mein Wissen zu erweitern. Mein Leben war leider von einem tragischen, aber gleichzeitig außergewöhnlichen Ende geprägt. Im Jahr 79 nach Christus, als ich Kommandant der römischen Flotte in Misenum war, brach der Vesuv aus. Anstatt zu fliehen, beschloss ich, mich dem Vulkan zu nähern, um das Phänomen aus der Nähe zu beobachten und vielleicht einige Bewohner zu retten. Diese Entscheidung, getrieben von meinem Wissensdurst und meinem Pflichtgefühl, war tödlich. Ich starb während des Ausbruchs des Vesuvs, aber ich hoffe, dass meine Arbeit und mein Forschungsgeist durch meine Worte weiterleben. Wenn ihr mehr über meine Geschichte erfahren möchtet, hinterlasst einen Kommentar und fragt den Autor. Im Folgenden werde ich euch motivierende Sätze aus meiner Zeit auflisten, die immer noch aktuell sind und auch in eurem Leben wichtig sein werden. Seid ihr bereit? Ex Africa Semper Aliquid Novi. Aus Afrika gibt es immer etwas Neues. Es ist eine Feststellung der wunderbaren Vielfalt des afrikanischen Kontinents. Als Naturforscher brachte mir jede Nachricht aus Afrika neue Arten, Pflanzen und Tiere, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Fortuna nihil aliud est quam bene numquam cedere. Glück ist nichts anderes als niemals aufzugeben. Die Ausdauer, in der Arbeit wie im Leben, ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Es ist nicht der Zufall, sondern die ständige Anstrengung, die zur Erreichung der eigenen Ziele führt. Sibi quisque ruri metit. Jeder erntet, was er selbst gesät hat. Es bedeutet, dass jede Handlung ihre Konsequenzen hat, positiv oder negativ. Wie ein Bauer das erntet, was er gepflanzt hat, so ernten wir die Ergebnisse unserer Handlungen. Semper in obscuicumque cupit. Wer begehrt, ist immer arm. Das ständige Verlangen nach mehr macht uns ewig unzufrieden, als wären wir arm trotz des Reichtums, den wir haben können. Naturne artis magistra. Die Natur ist die Lehrmeisterin der Künste. In der Natur können wir die Inspiration für jede Form der Kunst und Wissenschaft finden. Sie ist das höchste Modell von Harmonie und Funktion. Adversus solem ne loquitur. Gegen die Sonne soll man nicht reden. Gegen die Evidenz soll man nicht streiten. Es macht keinen Sinn, das zu leugnen, was offensichtlich wahr ist, genauso wie man das Sonnenlicht zur Mittagszeit nicht leugnen kann. Luxuriae nimi nimica est parsimonia. Die Sparsamkeit ist der Feind des Luxus. Mit Bescheidenheit und Sparsamkeit zu leben, steht im Gegensatz zu einem Leben, das dem Luxus und der Übertreibung gewidmet ist. Veritas filia temporis. Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit. Mit der Zeit kommt die Wahrheit immer zum Vorschein, auch wenn sie verborgen zu sein scheint. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum. Irren ist menschlich. Beharren ist teuflisch, jeder kann sich irren, aber auf dem Fehler zu beharren, trotz des Bewusstseins des Irrtums, ist eine verhängnisvolle Entscheidung. Non omnis moriar. Ein Teil von mir wird überleben, oft in Bezug auf das Überleben durch Kunstwerke oder Schriften verwendet. Unsere Werke, unsere Worte und tugendhaften Handlungen können nach uns weiterleben und uns auf diese Weise durch die Zeit hindurch in gewisser Weise unsterblich machen. Corruptissima Republica plurima leges. In einem sehr korrupten Staat gibt es viele Gesetze. Tendenz korrupter Staaten, übermäßige und komplexe Gesetze zu haben. Eine korrupte Regierung neigt dazu, eine übermäßige Menge von oft widersprüchlichen und komplexen Gesetzen zu erlassen, um ihre eigenen rechtswidrigen Handlungen zu decken.
Non est ad astra mollis et terris via. Es gibt keinen leichten Weg von der Erde zu den Sternen. Sich moralisch oder intellektuell zu erheben, erfordert Anstrengung und Hingabe. Wie ein Astronom weiß, ist das Erreichen der Sterne keine einfache Aufgabe, aber das Ergebnis ist erhaben. Ex nihilo nihil fit. Aus dem Nichts wird nichts. In der Natur wie im Leben hat jede Wirkung eine Ursache. Ohne Einsatz und Arbeit können wir keine Ergebnisse erwarten. Audentes fortuna juvat. Vergil. Das Glück hilft den Kühnen. Diejenigen, die wagen, die mutige Initiativen ergreifen, sind diejenigen, die am Ende die größten Möglichkeiten ergreifen. Das Glück scheint tatsächlich diejenigen zu bevorzugen, die keine Angst haben zu handeln. Tu ne cede malis, sed contra audentiorito. Vergil. Weiche nicht dem Übel, sondern tritt ihm noch kühner entgegen. Im Angesicht von Schwierigkeiten ist die Lösung nicht aufzugeben, sondern alle eigenen Kräfte zu sammeln und die Herausforderung mit erneuertem Eifer und Entschlossenheit zu bewältigen. Liebe Freunde der Zukunft, ich danke euch, dass ihr diesen alten Worten der Weisheit Gehör geschenkt habt. Wenn diese Betrachtungen eure Seele berührt haben, lade ich euch ein, eure Wertschätzung mit einem Gefällt mir für dieses Video zu zeigen. Ich kann nicht umhin zu bemerken, mit einer Spur von Melancholie, wie sehr sich die Welt seit meiner Zeit verändert hat. In eurer Ära scheint es, dass Werte oft vom ständigen Lärm des Neuen und der Hektik des Fortschritts überschattet werden. Ich lade jeden von euch ein, in die Vergangenheit zu blicken, um jene ewig gültigen Tugenden wiederzufinden, die, fürchte ich, eure moderne Gesellschaft aus den Augen verliert. Valete.